Bosan, Meister geworden. Was sagst du dazu? Ja, klar. Wir sind Meister geworden. Harte Arbeit, ganze Saison. Und wir waren echt, am Anfang haben wir es gar nicht gedacht, dass wir Meister werden. Aber jetzt sind wir so weit gekommen und ja, wir nehmen es mit und feiern heute ganze Nacht durch. Du warst der Torschütze heute zum Siegtreffer 1:0. Wie hast du das gemacht? Mit dem Kopf. Und zwar, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass der Ball noch durchkommt, aber ich habe halt drauf spekuliert. Und dann kam er genau auf meinem Kopf und der Ball war drin, Gott sei Dank. Dürfen heute feiern und war schwer. Ja, es war, ihr habt euch ein bisschen schwer getan, hatte ich den Eindruck, vor allem nachdem das Tor gefallen ist. Ja, wir wollten halt defensiv agieren, aber das Problem war halt, dass wir trotzdem noch ein paar Spieler offensiv agieren wollten und die Zentrum war frei, da sind wir nicht mit hinterhergekommen und hätten uns einfach selber schwer getan heute und am Ende sind wir jetzt glücklich, wir haben das Ding zu null durchgebracht und sind Meister. Hat Mutschelbach alles gegeben heute, was meinst du? Nicht Mutschelbach. Ich habe natürlich an Mutschelbach gedacht, aber hat Langensteinbach heute alles gegeben, um keine Wettbewerbsverzerrung gegen Mutschelbach zu machen? Also ich denke, sie haben ganz normal ihren Fußball gespielt. Ich denke nicht, dass da irgendein Spiel war oder so, weil sie waren echt relativ nicht schlecht. Von Zentrum aus, die Bälle, was sie gespielt haben. Und spielerisch haben sie guten Qualität, haben sie auch einige Spieler dazu. Und ja, ich denke, sie haben alles gegeben heute, um zu gewinnen. Vor allem, das hat man halt gemerkt in den letzten Minuten, dass sie noch das 1-1 wollten. Aber Gott sei Dank haben sie es nicht geschafft und sind froh dafür. Kannst du deine Gefühle beschreiben nach dieser Meisterschaft, was in der Mannschaft und was in dir vorgeht? Also in mir, natürlich, ich will jetzt feiern mit meiner Mannschaft und das wollten alle. Wir wollten es schon gegen Mutschelbach und haben es in der ersten Halbzeit sozusagen vergeigt, aber wir haben es halt noch umgedreht und sind heute froh, dass wir das geschafft haben. Ich denke, wir freuen uns alle darüber und wir werden es krachen lassen heute Nacht. Euer nächstes Spiel ist dagegen Nöttingen 2. Da habt ihr eine Rechnung offen, habe ich gehört. Ja, das war unsere erste Niederlage in der Landesliga. Klar, solche Spiele hat man, aber wir versuchen alles und wir wollen trotzdem das Spiel auch noch gewinnen. Kannst du jetzt schon mal vorab auch, ich meine, ihr seid ja jetzt Meister, man kann ja schon ein Fazit der Saison ziehen für dich und für die Mannschaft? Also glücklich sage ich nicht, weil wir in echt von Anfang an haben wir gekämpft und von Anfang an Spiel zu Spiel gedacht und es war halt, wir haben dann eine Serie gestartet, was uns dann Selbstvertrauen gegeben hat und das haben wir halt mitgenommen und in der Rückrunde haben wir auch stark angefangen und wir haben das halt einfach nur durchgebracht und ich danke an alle meine Mannschaftskollegen. Wie ist die Meisterschaft und der Aufstieg zu bewerten? Wie hoch ist es zu bewerten? Hat man damit gerechnet? Ist das eine Riesenüberraschung? Ist das etwas, was man sich von Anfang an vorgenommen hat? Wie wertvoll ist es für den Verein und für die Mannschaft? Also wir haben das eigentlich von Anfang an nicht wert genommen, den Aufstieg. Wir wollten den Klassenerhalt. Und ja, wie gesagt, wir haben halt Spiel zu Spiel gedacht und wir haben gemerkt, wir haben diesen Potenzial aufzusteigen und haben uns auch in der Winterpause mit dem Janik Fuchs und ein, zwei Spielern verstärkt und ja, wir sind darüber glücklich am Ende, dass wir aufgestiegen sind, aber geplant war es nicht natürlich und ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. So, dann lasse ich dich mal feiern. Ozan, vielen Dank für das Interview und danke. Ja, frohes Feiern auf jeden Fall. Ebenso, danke. Vielen Dank.